Technik, Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit. Drei Schlagworte, die so typisch für den niederösterreichischen Innovationspreis sind. Am Abend der Preisverleihung im Haus der Digitalisierung in Tulln fühlte man sich im Zentrum der Innovation Europas. Das soll als Beispiel gelten, wo sich andere vielleicht ein bisschen motivieren können und schauen können, was alles möglich ist, und das ist für uns in der Wirtschaft riesig wichtig. Seit vielen Jahren setzen wir auf Forschung und es macht sich bezahlt, denn die Innovationskraft steigt stetig und somit auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Der mit 10.000 Euro dotierte Karl Ritter von Gigapreis ging an Microtronics Engineering. Und zwar für berührungslose Füllstandsmessung. Vor allem Starkregen, der die Auffangbecken von Mischwassersystemen übergehen lässt, kann zum Umweltproblem werden. Je früher man über den Zustand der Kanäle Bescheid weiß, umso schneller kann man reagieren. Wir haben einen Radarsensor, den hängt man in den Kanal hinein und der überträgt dann die Daten über BLE an einen Datenlogger. Der Datenlogger ist weiter oben im Kanal, im Schmutzfang ist da drinnen, und der überträgt dann die Daten über Mobilfunk an die Plattform. Und so haben wir nahezu Live-Daten aus dem Kanal immer auf der Plattform verfügbar und wissen halt zu jeder Zeit, was los ist im Kanal, und können darauf reagieren. Auch die klimaneutrale Landwirtschaft wurde ausgezeichnet. Es gibt immer weniger klassische Düngemittel. Die Lösung könnten pflanzenassoziierte Mikroorganismen sein, die Pflanzen viel resistenter machen, und das auf ökologischer Basis. Natürlich die Mikroorganismen als lebendige Stoffe, sie können immer nachwachsen. Wir können sie hochzüchten, das heißt, wir nutzen sie nicht auf, wir können sie immer wieder quasi verwenden. Und was ganz wichtig ist, dass wir wirklich mit natürlichen Mikroorganismen arbeiten. Das heißt, wir tun sie keinerlei adaptieren, wir tun sie einfach quasi ihr Einsatz so definieren, dass sie wirklich ihre beste Wirkung entfalten können und auf ganz natürliche Weise die Lebensmittelproduktion stärken können. Innovation macht natürlich auch nicht vor dem Menschen halt. Das Grauwasser, also das warme Abwasser aus dem Haushalt, ist entsprechend verschmutzt, bietet aber nach einer gründlichen Reinigung nahezu unendlich viele Möglichkeiten. Wir gewinnen die Wärme zurück, übertragen die auf das Frischwasser, und nachdem das Wasser so rein ist, so sauber ist, können wir auch für die WC-Spülung und für die Begrünung verwenden. Wir haben einen dreifachen Nutzen. Wir ziehen erstens einmal die Wärme heraus. Wir haben stoffliche Nutzung für WC und Begrünung. Und wir generieren dabei Kälte und können das Gebäude auch kühlen. Man sieht also Innovation in allen Bereichen. Herzlich willkommen in der Zukunft.